Erst Preiserhöhung, dann extreme Wartezeiten, auch für Ultimate-Abonnenten, gefolgt von einem globalen Ausfall und nun ausverkauft? Was ist da eigentlich los bei Nvidias Cloud-Dienst GeForce Now? Alle Fakten, Infos und was das meiner Meinung nach zu bedeuten hat, jetzt im neuen Video. Ich hole euch mal kurz ab zu Anfang. Die drei möglichen GeForce Now Mitgliedschaften. Da hätten wir einmal Free, Priority und auch Ultimate. Haben sich nicht nur immer bezüglich der Dauer der Spiele-Sessions oder der möglichen Grafikqualität unterschieden. Nein, auch die Wartezeiten, bis man GeForce Now in der gewählten Mitgliedschaft nutzen konnte, unterschied sich immens. Also klar, die Nutzer der kostenlosen GeForce Now Option mussten sich seit jeher hinter hunderte vor ihnen spielenden Nutzern einreihen und eine Menge Geduld aufbringen, bis man wirklich spielen konnte. Alle, die das schon probiert haben, wissen genau, wovon ich rede. Daher habe ich bisher auch immer wiederholt, dass GeForce Now in dieser kostenfreien Mitgliedschaft einzig und allein als Demo anzusehen ist. Und zwar zur Demonstration, ob der Dienst in eurem Netzwerk funktioniert. Doch seit Monaten gibt es auch immer mal wieder Warteschlangen für die Priority-Nutzer. Und bei Ultimate-Gamern wie mir? Nun, wenn man Warteschlangen dann sah als Ultimate-Abonnent, dann wusste man schon eigentlich, irgendetwas stimmt hier nicht. Meist lag es an einem regionalen Serverausfall oder noch schlimmer an einem Ausfall globaler Dienstleister. Denn eigentlich gibt es für alle Abonnenten des Ultimate hier keine Wartezeit. Die soll nicht sein, man darf nicht auf einen Server-Rig warten. Doch nach einem Vorfall letzter Woche ist etwas anders. Denn letzte Woche gab es nach erneut hohem Andrang und immensen Warteschlangen für alle Abonnenten in egal welchem Tier einen knapp dreistündigen globalen Ausfall von GeForce Now. Und anscheinend hat man bei GeForce Now die Fehlursache so weit eingegrenzt, dass es an uns Nutzern in Europa liegt. Denn seit dem 3. November ist es nicht mehr möglich, sich für die kostenlose Mitgliedschaft oder jegliche Einmonatsabos zu registrieren. Groß prangt ausverkauft über Priority und Ultimate und GeForce Now ist derzeit ausgelastet im Free-Tier. Denn wie Nvidia GeForce Now über seine Status-Website mitteilt, ihr seht das hier auch, ist aufgrund der hohen Nachfrage die Möglichkeit zum Abschluss von 1-Monats-Abos derzeit ausgesetzt. Lediglich die 6-Monats-Abos gibt es noch in begrenzter Stückzahl. Wie hoch diese allerdings sind, ja, keine Ahnung. Aber keine Angst, bestehende Abos sind davon nicht betroffen. Und das heißt, aktuell ist die Kapazität von GeForce Now zumindest bei uns in Europa ausgeschöpft. Doch wie das eigentlich? Sind etwa Server ausgefallen? Nein, wie ihr hier ebenfalls via Status-Website sehen könnt, alle Serverstandorte in Europa arbeiten wie gewohnt. Es wird wohl einfach an zu großem Erfolg liegen. Denn was ist denn in den letzten Wochen, Monaten passiert? Lasst uns mal überlegen. Es sind immer mehr neue Games veröffentlicht worden, die noch höhere und teils extreme Hardware-Voraussetzungen voraussetzten. Also erst Starfield, dann hatten wir Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Wow, sah das gut aus. Und dann teils, naja gut, Assassin's Creed Mirage könnte man jetzt mal zur Seite legen. Aber zum Schluss vor allem noch Cities Skylines 2 und auch Alan Wake 2. Und insbesondere die beiden letzten Spiele sind derart hardwarehungrig, dass sich vermutlich eine ganze Menge neuer Abonnenten für GeForce Now angemeldet haben werden. Ob es vor allem an besonders vielen Grusel- und Städtebaufreunden bei uns in Europa liegt oder aber die freien Kapazitäten in Europa einfach nicht so hoch waren wie in anderen Standorten? Vermutlich ein bisschen von beidem. Und nicht vergessen darf man ja auch, dass Paradox, der Publisher von Cities Skylines 2, den ersten 100.000 Käufern der Steam-Version des Spiels eine einmonatige GeForce Now Priority-Mitgliedschaft spendiert hat. Das heißt, um den Hardwarehunger des eigenen Spiels medial ein wenig zu besänftigen oder die Spieler ein wenig zu besänftigen, hat man den Spielern gleich die Lösung mit in die Hand gegeben, falls die lokale PC-Hardware zu schwach ist, nämlich die Cloud-Gaming-Lösung von Nvidia. Und vielleicht liegt da ja auch einfach ein kleiner vertraglicher Grund dahinter. Nach dem Motto, wenn ihr schon Priority mit uns abschließt, da gibt es garantiert irgendeinen Deal zwischen GeForce Now und Paradox, dann muss das Ganze ja auch funktionieren. Ach, und noch ein möglicher Grund, es gibt ein neues Fortnite-Kapitel.
Fortnite OG. Da geht es zurück zur Originalinsel. Und erneut stürzen sich viele Spieler und Spielerinnen natürlich auf das Game. Laut Epic haben fast 45 Millionen Menschen das Spiel am Samstag, den 4. November gespielt. Und vermutlich sind da auch viele bei Chivos Now gelandet, wohl aber auch ein bisschen bei Luna und xCloud. Ja, und jetzt? Nun, meiner Meinung nach hat Chivos Now einen zumindest für einige Manager bei Nvidia zu großen, zu schnellen, ja, zu überraschenden Zuwachs an neuen Kunden und Kundinnen bekommen. Oder ganz einfach gesagt, sie waren in letzter Zeit einfach zu erfolgreich. Und damit es halt im Endeffekt nicht bei bereits bestehenden Kunden wie dir, bei euch, bei mir zu immer größeren Wartezeiten oder gar Serverüberlastungen und vielleicht sogar Ausfällen kommt, hat man sich halt dafür entschieden, hier erst einmal einen Stopp für Neukunden einzulegen. Ja, erst einmal. Denn wie man ebenfalls direkt bei der Auswahl der Mitgliedschaften mitteilt, arbeitet man aktuell an einer Erweiterung der Kapazitäten. Und man kann sich bereits jetzt in eine Warteliste eintragen lassen, bei der man dann direkt informiert wird, wenn es wieder freie Einmonatsabos gibt. Und wisst ihr was? Ihr habt euch doch auch schon in eine Warteliste eintragen lassen, denn natürlich werde ich euch ja auch informieren, sobald die Optionen wieder buchbar sind. Und vielleicht gibt es ja bald auch wieder ein Comeback der kostenlosen Testversion von GeForce Now. Aber was haltet ihr denn davon, dass GeForce Now über seinen eigenen Erfolg gestolpert ist? Oder seht ihr hier andere Gründe für den Ausfall und den Abo-Stopp an vorderster Stelle? Schreibt es mir, wie immer, gerne in die Kommentare unter diesem Video. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao! Nein, auch die Wartezeiten, bis man bei GeForce Now in der gewählten Mitgliedschaft Dieses Video ist eine Produktion der Beautiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.